Der Parsifal ist Richard Wagners letztes Werk für die Opernbühne und quasi sein Meisterwerk, sein Opus Summum, an dem sich bis heute die Geister scheiden. Der Parsifal von Richard Wagner ist ein Stück, was mich schon lange fasziniert. Musikalisch gesehen würde ich es als ein Stück der Kontraste bezeichnen. Der erste Akt ist relativ langsam und bewegt sich langsam fließend durch die Musik. Im zweiten Akt ändert sich der Charakter vollständig. Wir haben auf einmal eine wirklich wilde, ungestüme Musik, eine erotisierte Musik, die durch starke Dissonanzen, krasse Harmonien und wilde Figuren auffällt. Und im dritten Akt haben wir, wie ich es gerne nennen würde, eine Reise von der Dunkelheit ins Licht. Ist ein anderes Sehen, nichts verwehrt. Parsifal mit seinen Irrfahrten wird im Vorspiel dargestellt, mit seinen Schmerzen und wird dann, dadurch, dass er den heiligen Speer zurückbringt, der Erlöser werden. Und deswegen wird die Musik dann auch eine erlösende Musik im großen Chorfinale. Es gibt eine Gesellschaft, die in sich nicht mehr stimmt, die nicht mehr funktioniert, die immer morbider wird und die auf irgendeine Art und Weise eines Neuanfangs bedarf. Das Ganze muss einen Rahmen finden, der das zusammenhält. Und diese Grundbühne hat mir Heiko Mönnich gebaut. Und wir machen letztendlich eine Paraphrase über den Zustand des Kreuzes als wichtiges Signum des Christentums. Das Besondere an Parsifal in Ulm ist, dass es sich um eine Erstaufführung handelt. Natürlich ist es eine besondere Herausforderung, so ein großes Werk hier in Ulm präsentieren zu können. Und ich finde, die Chöre und auch das Orchester, die wachsen wirklich über sich hinaus. Also das sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Kommen Sie zu einer unserer Vorstellungen von Parsifal hier in Ulm.